Hallo, ich bin Steffi. Ich bin Cornelia. Und wir drehen gerade einen Dokumentarfilm über den Mädchenchor der Singakademie zu Berlin. Also Chor ist ganz viel für mich und ganz verschiedene Sachen auch. Chor bedeutet für mich, mich selbst wiederzufinden. Naja, also wenn man im Chor singt, dann sollte man Spaß beim gemeinsamen Musizieren haben. Also für mich bedeutet Chor einfach Entspannung, da ich sehr gerne singe, aber auch Teamwork sozusagen. Chor bedeutet für mich, dass man sich manchmal überwinden muss hinzugehen, aber dass sobald man dann da ist, dass es dann einem super viel Spaß macht und man die ganzen anderen Mädels trifft. Was mir auch total gefällt, ist, wenn man immer in seiner Stimmgruppe an einer Stimme übt und probt ganz lange und dann wird das alles zusammengesetzt, dann kommen auf einmal alle Stimmen zusammen und dann ergibt es irgendwann einfach, dann ergibt es plötzlich Sinn. Für mich bedeutet Chor auch, dass wir mit der S-Bahn immer dahin fahren. Vor den Proben essen, in den Proben essen. In den Proben sehr viel quatschen. Lachflashs mitten in der Chorprobe. Jetzt kommt sie. Jetzt. Ihr seid total. Ja, wenn ich an Chor denke, denke ich an Chorfreizeiten oder Chorreisen in anderen Städten, aber auch einfach hier in Berlin sein. In der Fußgängerzone singen. Vorfreude auf die Konzerte. Wenn jemand Chor sagt, dann denke ich eigentlich sofort an die Freunde, die ich beim Chor habe und die ich ohne den Chor wahrscheinlich gar nicht haben würde. Chor ist meine zweite Familie, mit der ich immer Spaß habe. Also für mich ist Chor eine riesige Mädchenbande, die zusammen Spaß hat an Musik. Das ist einfach wichtig für mich, auch das wichtigste Hobby, was ich habe. Und immer wenn ich daran denke, dass ich zu Chor gehe, dann denke ich, das ist auch so ein befreites Gefühl, weil man ist da nicht so unter Druck gesetzt. In dem Film wird es nicht nur um den Chor an sich gehen. Wir begleiten die Mädchen auch auf ihren vielfältigen Wegen durch ihre Teenagerzeit. Und diesen Film können wir nur machen, wenn du uns jetzt unterstützt.